Zuerst einmal, wir gehen davon aus, dass es im Laufe der nächsten Tage, diese oder nächste Woche, eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde für den Impfstoff von BioNTech/Pfizer für über 12-Jährige geben kann. Das ist jedenfalls das, was die Europäische Behörde ja selbst sagt, dass sie gerade intensiv die Studien prüft und mit einer baldigen Entscheidung rechnet. Die nächste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was folgt daraus, auch für unsere Impfkampagne hier in Deutschland? Sollte es zu einer Zulassung kommen für über 12-Jährige von BioNTech/Pfizer, dann möchten wir gerne zusammen mit den Ländern es auch möglich machen, bis Ende August alle 12- bis 18-Jährigen, die wollen, wo die Eltern, die Kinder, die Ärztinnen und Ärzte zu der Entscheidung kommen, das macht Sinn, dass die dann auch geimpft werden können. Und weil für diese Altersgruppe nur der Impfstoff von BioNTech zur Verfügung steht, müssen wir dann eben auch diesen gezielt für diese Altersgruppe einen Teil dieser Impfstoffe dann auch reservieren. Es bleibt bei einem Impfangebot. Kinder, Eltern, Ärztinnen und Ärzte entscheiden gemeinsam, ob geimpft wird oder nicht. Covid-19 ist für jemanden, der 80 ist, ein höheres Risiko als für jemanden, der 18 ist. Das ist so. Gleichzeitig gibt es gerade mit Blick auf Long-Covid auch Langzeitfolgen, die wir auch bei jüngeren Infizierten sehen, in nicht geringer Zahl. Und deswegen ist das eine individuelle Entscheidung, eine Entscheidung bei bestimmten Vorerkrankungen möglicherweise auch, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht, gerade auch in den jüngeren Jahren. Ich weiß nur eins, wenn wir dieses Virus gut in den Griff bekommen wollen, unter Kontrolle bekommen wollen in Deutschland, in Europa, dann werbe ich dafür, dass sich möglichst viele impfen lassen. Das macht das leichter, aber ich verstehe auch gut, dass Eltern und Kinder das eben gemeinsam und für sich entscheiden wollen. Nee, zuerst einmal wird es ja eine Zulassungsentscheidung geben. Und falls es zu einer Zulassung kommt, sind ja auch die vorliegenden Studiendaten von der Europäischen Arzneimittelbehörde ausgewertet worden. Und nur dann, wenn es eben ein positives Nutzenverhältnis, Nutzen-Risiko-Verhältnis gibt, wird ja dann auch entsprechend zugelassen werden. Und gleichzeitig bleibt das dabei, dass das dann die individuelle Entscheidung ist. Das eine ist die Empfehlung einer ständigen Impfkommission, das andere sind Empfehlungen von anderen Seiten. Das Entscheidende ist, dass Kinder, Jugendliche, Eltern und Ärztinnen und Ärzte für sich eine informierte, eine abgewogene Entscheidung treffen können. Es wird jemand zum Beispiel, wir bekommen viel Post von Eltern mit Kindern mit Vorerkrankungen, die sehnsüchtig darauf warten, dass ihre Kinder geschützt werden können durch eine Impfung, die im Moment seit Monaten alles dafür tun, dass das Kind nicht in ein Risiko kommt. Und da gibt es eben Situationen, da wird man sich dann für die Impfung entscheiden. Andere werden sich nicht dafür entscheiden. Wir jedenfalls werden grundsätzlich immer auch für die Impfung werben. Denn eines ist klar, wer sich nicht impfen lässt, wird früher oder später, das mag in 2 Monaten sein oder in 5 Jahren, aber jeder, der nicht geimpft ist, wird früher oder später einmal die Infektion durchmachen. Wissen Sie, ich werbe ja sehr dafür, dass wir jetzt in dieser Phase, wo wir alle ja auch Sehnsucht haben, rauszukommen. Das Wetter wird besser, wir haben echt schwere, harte Monate hinter uns. Dass wir jetzt aber noch mal ein paar Wochen Geduld miteinander haben. Vor 7 Wochen an Ostern, weiß ich noch sehr gut, da habe ich ein Impfzentrum in Berlin besucht, vor 7 Wochen an Ostern waren 12% der Deutschen erst geimpft. Heute an Pfingsten, nach Pfingsten, 7 Wochen später, sind über 40% der Deutschen mindestens einmal geimpft. Vor 7 Wochen 12%, jetzt über 40%. Und wenn wir jetzt einfach das Ganze mal 7, 8 Wochen weiterdenken, dann wird jeder, der geimpft werden möchte, auch in den ersten Wochen des Sommers, der ja im Juli beginnt, Anfang Juli, sein Impfangebot bekommen haben. Und mit Impfangebot meine ich nicht irgendeinen Termin, sondern tatsächlich die erste Impfung bekommen haben. Das sind jetzt nochmal Wochen, wo viele auch geimpft werden wollen, was ich ja erstmal nur gut finden kann. Wir brauchen eine hohe Impfquote, wo ich gleichzeitig einfach noch um etwas Geduld und Verständnis bitte, dass wir jetzt halt nicht alle gleich innerhalb von 2, 3 Wochen werden impfen können. Aber es geht hier wirklich um Wochen, nicht um Monate. Wir hatten letzten Sommer sehr geringe Inzidenzen unter 20 und es wäre kein schlechter Sommer, wenn wir das wieder schaffen. Das heißt ja nicht, dass ich gleich gesagt habe, das ist jetzt das neue 50 sozusagen. Ich finde, wir müssen jetzt auch mal alle ein bisschen weniger aufgeregt mit jedem Satz und Nebensatz umgehen an bestimmten Gelegenheiten. Eines kann ich immer nur sagen, es wird dann ein richtig guter Sommer, wenn wir viele Impfungen haben und wenige Infektionen. Das ist die Mischung für einen guten Tag.